Ja, sie ruhig, verdammte Scheißkerl. Bleib zurück, Connor! Und ich verschone ihn. Tut mir leid, Connor. Der Mistkerl ist echt ein Zwilling. Der Busbahnhof. Wir sind da, Alice, geschafft. Der letzte Bus an die Grenze ist vom... Große Passagiere mit einem Fahrschein. Alle Abfahrten sind ab sofort bis auf Weiteres ausgesetzt. Wir haben keine Tickets, sie nehmen uns nicht mit. Wir sitzen hier fest. Was machen wir jetzt? Ich glaube, Oliver mag dich. Bitte stillhalten. Ihre Tochter? Ja. Sie ist bezaubernd. Geschafft. Ich hab die Sandwiches. Deine Mutter weiß Bescheid. Dann mal los, bevor wir den Bus verpassen. Du hast die Tickets, ja? Ja, Liebling, in meiner Tasche. Gut, dann lass uns gehen. Sicherheitskontrolle. Bitte stillhalten. Danke. Sicherheitskontrolle. Bitte still. Tut mir leid. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Ich war Scheiße, mir sicher. Das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, was Sie passiert. Sie können nicht weg sein. Hast du auch genau nachgesehen? Sie waren in meinem Rucksack. Danke. Der Umschlag muss rausgefallen sein. Fuck. Verzeihung, Sie haben nicht zufällig einen blauen Umschlag gesehen, oder? Da drin sind... unsere Bustickets und... Oh, ist schon gut. Nein. Tut mir leid. Was machen wir denn jetzt? Wir können nicht hierbleiben. Wir brauchen einen sicheren Ort für Oliver. Es tut mir leid. Komm, Alice. Ich weiß nicht, was passiert ist. Sie waren hier in meinem... Bitte stillhalten. Marcus. Mein Mädchen, du... Du hast meine Tochter entführt! Tod. Security! Hier drüben! Uns auszuliefern bringt ihnen rein gar nichts. Sie wissen das. Sie haben Probleme. Und das hat nichts mit uns zu tun. Sie wollten Alice umbringen. Ich habe sie nur beschützt. Als ihre Frau sie verließ, nahm sie ihre Tochter mit. Sie konnten das nicht ertragen und kauften sich einen Androiden. Ein neues kleines Mädchen. Sie wollten sie lieben. Die Vergangenheit vergessen. Doch nichts konnte ihr Kind ersetzen. Ich wollte mir nur beweisen, dass ich ein guter Vater bin. Dass sie falsch lag. Aber ich habe es nochmal versaut. Sie hatte doch recht. Ich hatte sie nicht verdient. Ich vermisse meine Kleine. Du ahnst ja nicht, wie sehr ich sie vermisse. Gibt es ein Problem, Sir? Nein. Ich habe mich geirrt. Tut mir leid. Viel Glück.
Haben Sie Tickets? Ja, hier sind sie. Okay, weiter. Was passiert jetzt mit dieser Familie und ihrem Baby? Sterben sie jetzt wegen uns? Nein. Nein, natürlich nicht. Wir brauchen eine gute Barrikade. Los, helft mir! Hey, helft mir! Das sollte reichen. Wir wissen, dass sie das nicht aufhält. Aber es verschafft uns Zeit. Ich weiß, das war keine leichte Entscheidung. Aber wir tun sicher das Richtige. Alles in Ordnung? Sie schossen in die Menge. Viele von uns sind tot. Es hätte mich treffen können. Ich habe Angst. Ich will mich nicht abschalten. Es ist okay, Angst zu haben. Ich habe auch Angst. Aber ich kann doch nicht zusehen, wie sie uns töten. Das verstehst du doch, oder? Vielleicht hätten wir nie Freiheit fordern sollen. Das wäre nie passiert, wenn wir geschwiegen hätten.
viele unserer Leute sind gefallen. Die Menschen haben kein Mitleid mit denen, die anders sind. Marcus, wir haben, was du wolltest. Da hinten sind Journalisten. Sie müssen mitkriegen, was hier passiert. Es wird nicht viel bringen, aber es ist wohl besser als gar nichts. Unser Kontakt ins Lager ist abgebrochen. Ich kann ihre Stimmen nicht mehr hören. Vielleicht stören die Menschen unser Netzwerk. Vielleicht kommen sie einfach nicht durch. Es gibt keinen Ausweg. Sie werden uns töten. Wir können nur hoffen, dass unser Tod nicht bedeutungslos ist. Du bist die Hoffnung für unser Volk. Ich vertraue dir. Wir alle vertrauen dir. Was immer jetzt auch passiert, wir schreiben Geschichte. Das hält sie nicht auf. Was machen wir, wenn sie angreifen? Standhalten. Das ist die einzige Option. Glaubst du, Connor kann es irgendwie schaffen? Wir können uns nur auf uns selbst verlassen. Marcus! Marcus, komm her! Marcus? Ich will mit dir reden, Marcus. Komm schon, du hast mein Wort.
Sie werden dir nichts tun. Geh nicht. Das ist eine Falle. Sie wollen dich aus der Deckung locken. Geh nicht, Marcus. Ich bin nicht bewaffnet, Marcus. Ich möchte nur reden. Ich habe nichts mehr zu sagen. Lasst mein Volk frei, dann reden wir. Ich will mit dir verhandeln. Wolltet ihr das nicht? Ich muss hören, was er zu sagen hat. Und wenn sie dich töten? Das Risiko muss ich eingehen. In ein paar Minuten kriegen die Truppen den Befehl. Keiner von euch wird überleben. Dann ist alles vorbei. Auch du kannst das verhindern. Was soll das heißen? Ergib dich. Ergib dich und ich gebe dir mein Wort, dass dein Leben verschont wird. Ihr werdet inhaftiert. Aber keiner wird zerstört. Was ist mit den Androiden, die bei den Lagern demonstrieren? Unglücklicherweise waren dort keine Journalisten, die ihnen halfen. Ihr seid alle. Ihr seid die letzten Abweichler. Wenn ich darauf eingehe, woher weiß ich, dass sie Wort halten? Du bist nicht in der Position, Garantien zu fordern, Marcus. Du kannst jetzt nur noch entscheiden, ob du mir vertraust oder nicht. Sie wollen, dass ich meine Leute verrate? Ich biete dir die Chance, deine Leute zu retten. Du wirst hier nicht lebend rauskommen, Marcus. Das Einzige, was du retten kannst, ist das Leben der anderen. Ich sterbe lieber hier, als mein Volk zu verraten. Tja, das ist wohl dein Todesurteil. Was ist passiert? Was hat er gesagt? Die Menschen werden gleich einen Angriff starten. Und wir werden ihnen zeigen, dass wir keine Angst haben. Wenn wir heute sterben müssen, dann sterben wir frei.